Hallo Leute, ich bin Silo und heute habe ich euch was zum Naschen mitgebracht. Heute habe ich Fetterkern für euch. Fetterkern ist eine schottische Highland Distillery, die einen unpeated süßen Whisky macht. Süß im Sinne von sehr schokoladig, fruchtig, sehr angenehm eigentlich vom Whisky her. Und was ganz ungewöhnlich ist für mich, ich habe einen unabhängig abgefüllten Fetterkern für euch von Cooper's Choice ist der abgefüllt, der ist 2008 destilliert, 9 Jahre alt und hat im Ex-Bourbon-Fass und im Portweinfass gelegen. Und ich hoffe einfach, durch das Portweinfass kommen so ein bisschen noch fruchtigere, beerige Aromen dazu. Ich kenne den Fetterkern Fion, den habe ich auch hier stehen und der ist sehr schokoladig, Kaffee, so richtig schöne Röstaromen mit drin. Und ich kenne auch einen ganz anderen Fetterkern, unabhängig abgefüllt von Amnana Alba. Und zwar schmeckt der total nach Zimtschnecke und Apfelkuchen. Also richtig krass. Deswegen für mich ist Fetterkern so diese Süßigkeiten-Distillerie. Und heute, wie gesagt, von Cooper's Choice, gibt nur 295 Flaschen knapp, mit 55% abgefüllt, also ein bisschen höherprozentig, Single Cask. Und ich bin sehr gespannt, wie der so ist. Also der erste Eindruck, also die 55% sind mir jetzt erstmal so ein bisschen in die Nase gestiegen. Aber sehr, sehr begleitet durch Frucht und süße, intensive Aromen. Sehr kräftig, so vom ersten Eindruck her. Ihr seht, heute habe ich endlich mal meine Brille auf. Ein paar Leute auf der Messe haben mich gar nicht erkannt, seitdem ich die habe. Ist natürlich nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Und was mir als erstes aufgefallen ist, als ich diese Farbe gesehen habe von dem Whisky, war Iron Brew. Riecht nicht wie Iron Brew. Iron Brew ist ja eher so Gummibärchensaft. Habt ihr schon mal Iron Brew getrunken? Wenn nicht, macht es. Super lecker. Das ist so die schottische Version von Cola, aber eben viel süßer. Zurück zum Wesentlichen. Das fällt mir heute irgendwie schwer. Der ist sehr, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es der erste Whisky heute ist. Aber der beißt sehr in der Nase gerade so ein bisschen. Vielleicht wird es dann mit einem Schluck Wasser besser, aber ich will ihn erstmal so probieren, um mir dann einen Eindruck zu vermitteln. Im Mund wesentlich angenehmer der Alkohol, also schon da, vor allem jetzt auch so hinten raus, merkt man, dass er ein paar Prozente hat. Aber an sich wunderschöne Holznote, die schon fast so richtig geröstet ist, habe ich dabei. Der ist nicht so süß, wie ich vermutet habe, auf dem ersten Geschmack jetzt, aber der hat ein unglaublich intensives Holzröstaroma. Das fand ich sehr faszinierend jetzt gerade. Aber er ist mir persönlich hinten raus ein kleines bisschen zu heavy. Ich werde mal mit einem Schlückchen Wasser nachhelfen. Das sieht jetzt keiner, wie ich das hier mache. Ja, das ist immer nur der Deutsche, der mit der Pipette dort ein paar Tropfen nur reinmacht.
Jetzt wird er gleich ein bisschen heller, natürlich auch von der Farbe. Sehr faszinierend. Ach, und die Nase ist jetzt wesentlich besser zu erkennen. Jetzt ist dieses Bissige so ein bisschen raus. Also ich muss sagen, ich finde das nicht schlimm, wenn ich eine Fassstärke verdünnen muss, weil sie mir persönlich zu kräftig ist, finde ich überhaupt nicht dramatisch. Lieber ich entscheide, wie viel Wasser ich da reinkippe und wie stark ich den verdünne, ob ich nun nur 3 Tropfen reinmache oder ein ganzes Glas Wasser draufkippe. Lieber ich prozente mir den runter, als dass das für mich entschieden wird. Zumindest bei solchen Single-Cask-Sachen. Jetzt haben wir hier wesentlich mehr Beeren drin. Oder deutlicher einfach. So ein bisschen. Also ich persönlich musste jetzt trotzdem so ein bisschen auch an Orange denken. Hat mich gerade so ein bisschen an Tequila Sunrise erinnert. So ein bisschen Grapefruit, Blutorange, so in die Richtung. Für mich persönlich. Hat aber auch so ein bisschen schwarze Johanna mit drin. Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen diesen schokoladigen Grundcharakter von Vetterkern gefunden, den ich so mag. Wird geschmacklich auch ein bisschen weniger intensiv. Hinten raus wieder schön zu diesem Holzröst, kommt aber so diese dunkle Schoki, so dieses Kaffeeartige von Vetterkern durch. Dann fruchtig auf der Zunge und am Anfang, ja, süß, aber noch nicht so deutlich natürlich wie unverdünnt. Weniger fruchtig, wirklich mehr Schokolade. Süß, doch auch fruchtig, ja. So Orangenschokolade, so diese. Kennt ihr diese dunkle Schokolade, die mit Blutorangenmus gefüllt ist? Finde ich total geil. So ein bisschen in die Richtung geht er. Den Zimtschnecken-Vetterkern will ich mal extra für euch verkosten. Aber der Vetterkern Fjord ist gerade offen und den will ich natürlich gleich mal damit vergleichen. Man muss sagen, ne, 55%, das hier sind 42%, also der ist von vornherein ein bisschen dünner. Deswegen ist es gar nicht schlimm, dass ich jetzt hier ein bisschen Wasser drin habe für den Vergleich. Dann sind die sich wenigstens gleichwertig. Reicht so eine kleine Nüche, ein Nipp. So, und der hier ist natürlich mit Zuckercouleur gefärbt. Ich vergleiche das mal so hier für euch. Ne? Sieht man, denke ich, den Farbunterschied, brauche ich kein Blatt dahinter halten. Hier haben wir dünnes Iron Brew und hier haben wir schon so ein bisschen Bernstein dunkel. 42% steht auch nicht viel drauf, außer gelagert, destilliert und abgefüllt in Schottland. Vetterkern Fjord Limited Release. Ich glaube, den gibt es so auch gar nicht mehr. Und keine Altersangabe dazu, nichts. Dann vergleichen wir mal. Okay, der von Cooper's Choice ist so vom ersten Eindruck her wesentlich fruchtiger. Der hier ist so dunkel in Richtung Kaffee-Schoki gehen, dass er schon fast wieder herzhaft ist. Oh, so hat es immer bei meiner Oma früher gerochen. Also nicht nach Whisky. Nein,
sondern so ein bisschen diese Mischung aus der Restgeruch vom Wildgulasch mittags mischt sich so mit dem Kaffeegeruch fürs Kaffeetrinken, so dieses. Daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Meine Haare hängen mir heute im Gesicht rum. Sehr holzig. Dunkel. Erst hinten raus kommt so richtig so eine leichte Süße, aber wirklich eher so, ich meine, Bitterschokolade ist ja an sich auch nicht süß. So dunkle Kakaoschokolade ist nicht süß, finde ich. Und in die Richtung geht er. Und hier kommt, denke ich, auch durch das Portfass-Finish noch so eine schöne fruchtige Note obendrauf. Ja, das macht es ein bisschen leichter, ein bisschen zugänglicher, finde ich sogar, als den originalen Feta-Kern. Weil der ist sehr, da muss man in der Stimmung für dunklen, tiefen Whisky sein. Und die Fruchtnote macht den so ein bisschen, eigentlich sogar eher massenkompatibler, finde ich persönlich. Was ziemlich witzig ist, weil es ist ja ein Single Cask, nur 295 Flaschen und so. Ich habe den jetzt preislich nicht genau im Kopf, aber es waren unter 100, aber über 50 Euro, sowas in der Dreh herum. Ich muss sagen, also heute fällt die Bewertung ein bisschen schlechter aus. Ich habe den auch schon getrunken, da hatte ich Bock auf Fassstärke, da war das für mich überhaupt kein Problem, die 55%, da habe ich den unverdünnt getrunken. Heute war er mir ein bisschen zu heavy. Vom Alkoholgehalt her einfach. Geschmacklich auch nicht ganz so ideal. Ich glaube, der ist durchaus so ein bisschen was für einen wärmeren Tag. Deswegen gibt es für den heute von mir nur 6 Punkte, weil ich ihn verdünnen musste, weil es ein relativ teurer Single Cask ist. Aber so in der Reihe der Feta-Kerns, die ich bisher probiert habe, nimmt er Platz 2 ein. Also ja, so zwischen 6 bis 7 Punkte, Tendenz so nach oben eher. Es ist ein sehr fruchtiger Whisky, hat so diesen Grundcharakter von Feta-Kern, dieses dunkle Schokoladige, macht es ein bisschen entspannter durch die Frucht. Trinkstärke muss jeder für sich entscheiden, bei welcher Stärke er den Whisky trinken möchte. Wie gesagt, von Cooper's Choice. Ja, kann ich doch auch durchaus guten Gewissens empfehlen, dass ihr den mal probiert. Und ja, schreibt mir einfach mal, wie ihr den findet, falls ihr den schon getrunken habt. Oder allgemein, kennt ihr einen Feta-Kern? Kennt ihr Feta-Kern überhaupt? Habt ihr es schon mal getrunken? Wie findet ihr die Brennerei? Ja, lasst mal einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Slanji! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanji wa!